Da sind wir auch schon wieder. Einmal Sip. Wird uns gerade wieder wärmer. Ich kann es gerade nicht erkennen. Wir frieren auf jeden Fall noch. Keine Eingeborenen, hoffe ich zumindest mal. Ja, scheiße. Okay, pass auf, ganz kurz mal eben. Einmal. Ja, ist das ein Mist. Das Spiel ist so erbarmungslos einfach. So, mal ran. Ja, genau, Hase. Lauf da mal direkt rein. Das wäre echt super. Haben wir noch ein bisschen was zu... Ja, gut, wir haben noch ein bisschen Fleisch dabei. Oh, schön warm. Ach, hier einmal. Ist das schön. Einfach mal vom Fernseher ein bisschen wärmen. Ich weiß nicht, warum mal. Ich habe diesen blöden Grafikbug, dass bei mir die Bäume leuchten. Ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht kann man... Ja, ist das... gibt es vielleicht jemanden hier, einer von den Zuschauern, der auch Forest spielt? Und bei denen das eigentlich auch so ist? Würde ich gerne mal wissen. Ich weiß echt nicht, warum das da ist. Oh, guck mal, wir können was essen. Ja, erstmal wieder hier schönes Vogelfleisch. Schön mit Vogelgrippe infiziert. Geil. Oh, lecker. So. Gut. Bauen wir uns nochmal eben kurz einen Shelter? Können wir eigentlich machen. Einmal eben kurz abspeichern, pennen gehen. Das würde Sinn machen. Einmal, ich drehe das ganze Teil nochmal. Ja, du kommst dann natürlich wieder... Ja, genau. Kannst mal kurz warten. Jetzt geh da raus. Was wird denn das jetzt? Ich muss nochmal ganz kurz so... Was ist denn los, Kollege? Komm mal her. Hm? Hat er eine Taschenlampe auf dem Kopf oder was ist das? Kollege! Also so hell du auch leuchten magst, die hellste Birne bist du nicht unbedingt, ne? So. Ist er tot? Ich habe keine Ahnung. Hier ist wieder irgendeine komische Axt. Die nehme ich natürlich wieder mit Freude entgegen. Achso, die kann ich gar nicht mitnehmen. Okay, alles klar. So, dann trenne ich dir mal liebevoll den Kopf ab. Und die anderen Gliedmaßen natürlich auch noch. Damit du hier ja nicht wegrennst, ne? So, einmal hier... ein paar leckere Beine, natürlich, immer wieder gerne. Was ist das hier eigentlich? Kann ich das irgendwie auch hier kaputt machen? Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht. Schade. Wenn ich das jetzt eigentlich... Warte mal, wenn ich das jetzt so in die Hand nehme... Ach, schade, ich dachte, wir leuchten dann. Dann eben nischt. Dann eben nischt. So. Wo waren wir gerade? Genau, wir wollten uns einen Shelter bauen. Wip, einmal... Pass mal auf, gleich kommt wieder der nächste angekackt. Diese Umpa Lumpas aus der Schokoladenfabrik hier wieder. Vielleicht singen ja gleich Lieder für uns. So, warte mal, ich will hier, ich will eh. Okay, jetzt wird's ein bisschen kritisch. Zwei Typen auf einmal. Aber wir sind ja der Katana-Master. Was willst du? Komm her! Du Dreckigen! Guck mal, dein Kollege liegt schon, du. Willst du auch so enden? Oh, weint der? Bleib liegen, du Fotzenknecht! Der rennt immer noch blöd im Kreis. Was wird das, eine Ballerina-Aufführung? Ich habe keine Ahnung. Oh, ein Zahn. Wo ist er? Gut, dass die immer so schön leuchten. Okay, er jetzt nicht unbedingt. Aber ein paar von denen leuchten ja immer so schön mit ihrer Taschenlampe auf dem Kopf. Ach, da liegt er ja. Ach, siehste. So, hätten wir das auch erledigt. Darf ich jetzt vielleicht auch mal endlich das Ding hier fertig bauen? So, was brauchen wir denn? Ah, wir brauchen wieder haufenweise Sticks. Na super, und da hinten geht, glaube ich, gerade sowieso... Ne, da hinten geht der Mond unter, ne? Hier hinten müsste gleich irgendwo die Sonne aufgehen. Ich habe keine Ahnung. Sticks, Sticks, Sticks. Sind hier irgendwo Sticks? Das wäre ziemlich schicks. Oder so. Ich weiß nicht. Ja, die Sonne geht auf. Ist das nicht wundervoll? Trotz dessen hätte ich jetzt ganz gerne mal ein paar Sticks gehabt. Hier ist irgend so ein blöder Teich. Da suchst du einmal Sticks und dann findest du keine. Naja.
So, wie spät haben wir es denn überhaupt? Okay, 23:36 Uhr. Ich wollte heute nochmal eben kurz fix aufnehmen, damit ich für morgen noch was habe. Ach, scheiße, schneiden muss ich das ja auch noch. Naja. Wird schon funktionieren. So, ey, hier ist echt kein blöder Busch im Weg. Im Weg. Hier ist echt kein blöder Busch irgendwie in der Nähe, wo du dir mal was mopsen könntest. Es verlockt mich eigentlich gerade echt mal da hinten hinzugehen, ne? Jetzt mach doch mal mein blödes Licht da aus, ey. Das braucht doch keine Sau. Komm, wir gucken mal ganz schnell. Ich bin leider sehr neugierig. Tut mir leid. Essen könnten wir gleich auch mal wieder was. Wobei, wir haben ja noch haufenweise Cola dabei. So. Die Sonne geht auf. Ich finde die Lichteffekte hier übrigens extrem geil. So, hier noch eine Grafikkarte. Ach, geil. Eine Flaregun. Ey, wie cool ist das denn? Hier noch eine Grafikkarte, die ich mitnehmen kann. Hier sind die beiden Piloten. Die ist ein bisschen, ja. Der Typ hat sich die Sache anscheinend noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. So, was ist das denn hier? Ich komme hier gerade nicht mehr. Ach, jetzt. So, was ist das denn hier? Sag mal. Der Junge auf dem Cover gerade eben spult nochmal zurück und drückt mal auf Stopp. Die beiden Typen auf dem Cover. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie wir aussehen, ne? Aber der Junge, der sah unserem Sohn eigentlich schon sehr ähnlich, würde ich einfach mal so behaupten, oder nicht? Und da stand irgendwas von TV-Stars. Sind wir irgendwelche TV-Stars und können deswegen halt so gut survival? Ich habe keine Ahnung. Scheiß Lurch. So, ich brauch Sticks, Mann. Ich brauch Sticks, Alter. Ich will heute nochmal speichern. Gibt's ja nicht. Also gibt es schon. Aber ich will's nicht. So, hier irgendwo so ein blöder Busch. Alter, ein Busch. So ein paar blöde Mini-Bäumchen. Bitte. Ich verlange doch noch nicht mal viel. Blöde Schildkröte. Ich hab doch voll den Kopf abgehakt. So, das kann doch echt nicht angehen. Hier muss doch irgendwo so ein kleiner Minibaum sein, oder was? Sag mal, das Spiel will mich gerade echt verarschen, ne? Hallo? Hier liegt ein Stick. Wow, zwei Sticks. Oh, noch ein Stick. Alter, jetzt geht's hier aber los, du. Jetzt geht's hier richtig ab. Vogel. So, noch ein Stick. Stick, 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 Stick. Hier. Den können wir natürlich nicht mitnehmen. Der ist nämlich zu dünn und ungerade. Ja? Der entspricht nicht der deutschen Norm, der deutschen Stick-Norm. Ach, guck mal, wir sind hier am Arsch der Welt. Wortwörtlich. Das Afterwelt. Afterwelt. Boah, Alter! Junge! Alter, das kannst du nicht machen, Mann! Scheiß Gewitter! Da bin ich gerade eben fast auch reingelaufen. Ich habe das gerade eben gesehen. Huch, da geht's ja runter. Ja, da haben wir einfach mal den Arsch der Welt gefunden. Mensch, ist ja auch geil. Ist hier irgendwo vielleicht nochmal ein Stick, den ich eventuell mitnehmen kann oder durch? Nee. Hier ist noch einer. Stick? Stickeli Stickmann? Irgendwo? Du willst mir doch nicht ernsthaft sagen, dass in so einem kleinen Mini-Wäldchen, so einem kleinen Waldabschnitt, dass du hier keinen Stock auf dem Boden findest. Ist doch echt ein Witz. Ein Witz. Bah, sag mal, kannst du mal. Und da kommt noch sein Freund um die Ecke gescheißert, natürlich. Was ist ihr Oompa Loompas, ne? Wollt ihr mir gleich ein Lied vorsingen oder was ist los? Sein morgendliches Walkout? Ich verstehe. Oh, ein weibliches Wesen. Huch. Na Mensch, du bist aber sportlich unterwegs. Tja.
Außer blöd rumlaufen können sie anscheinend aber nichts viel. Nichts viel vor allen Dingen. Nicht viel. Sagt im Übrigen der Typ, der nicht richtig Deutsch reden kann. So. Was ist los? Bist du irgendwie ein bisschen grenzdebil oder so? So, bleib liegen. Du hast Urlaub. Gut, die Kumpels haben sich verpisst. Die planen wohl gerade ihren Rückschlag. The Forest. Die Oompa Loompas schlagen zurück. Ich habe keine Ahnung, haben wir jetzt genug Sticks? Ich hoffe mal. Ich denke nicht, aber ich hoffe. Guck mal, da hinten läuft schon der nächste, Alter. Hier ist ja da oben auch schon. Was machen die Leute denn da, ey? Ist ja echt unglaublich hier, ey. Warte mal, ich sauf noch mal kurz ein bisschen was. Regenbogen. Regenbogen. Geil. Was? Ja, du mich auch. Du mich auch. Ach, Blätter braucht der gute Herr auch noch. Na, die hat er natürlich in Unmengen dabei. Natürlich. Wahrscheinlich von seiner Cannabispflanze oder sowas. Da ist doch ein scheiß Stick gerade weggeflogen, Mann. Ein paar... Hier. Da. Da liegt ein blöder Stock, Alter. Nee, das ist nicht nach Norm. Der ist nicht nach Norm. Nee, den nehme ich nicht. Den kann ich leider nicht benutzen. Nein. Das geht nicht. Also wenn ich hier weitersuche, dann kann ich eigentlich direkt nach Haus gehen. Regenbogen. Hallo? Wir sind sie. Oh, sie hat kein BH an. Geil. Oh, war das deine Freundin? Tut mir leid. Ich werde mich liebevoll um sie kümmern, ich verspreche es dir. Du warst eh nicht gut genug. So. Wo ist sie denn? Da ist sie doch. So, Schnuck. Ach, die lebt ja noch. So, sie ist nur bewusstlos, die lebt noch. Warte mal, ich möchte jetzt mal ganz kurz... Ach, die lebt ja immer noch. Das gibt's doch gar nicht. Mann, was hält die denn aus, ey? Ich schlag mit einem Katana auf die auf. Rauf. So. Was war das denn gerade mit dem Kopf? So, Schätzchen, du kommst jetzt mal mit. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal nach Hause, ne? So, das ist unsere neue Freundin. Das ist Hildegard. Hildegard! Geil, unser armes Blut überströmt, Alter. Richtig männlich. Mhm. Drauf stehen die Weiber. Deswegen kam sie auch gerade an. Sie hat das einfach geschnüffelt. So, sie hat einfach diesen Mannesduft gerochen. Hat dann gedacht, Alter, da muss ich direkt hingehen, ey. Boah, da hat sie direkt gewusst, das ist der Richtige, Digga. Das ist der Richtige. Ich find's ja witzig, wie in den Dörfern irgendwie nie welche rumlaufen, ne? Die sind immer nur irgendwo auf der Insel unterwegs, aber ansonsten... Tja, da guckst du durch, ne? Jetzt habe ich auch eine Freundin. Die ist zwar gerade ein bisschen weggetreten, aber sonst, die lebt noch. Die lebt noch, da geht's noch gut. Ach, guck mal, so weit weg ist das eigentlich gar nicht mal gewesen. Ach, siehst du, guck mal, wir sind auch schon da. So, einmal. In die Bude rein. So, pass mal auf, Hildegard. Dich lege ich... War doch Hildegard, oder? War dein Name Hildegard? Ich weiß es nicht. Ich habe schon so viele durchgeraped, deswegen ich kann mir das irgendwann nicht mehr merken. Du bleibst ja jetzt mal liegen, ja? Ich komme nachher nochmal zu dir. Boah, das ist voll der Feuerbändiger. Habt ihr das gesehen? Weil wir stehen einen Meter vom Feuer entfernt. Und dann macht er einfach so mit der Hand. So wusch, bringt er das Feuer einfach zum Brennen. Der ist knallhart, der Typ. So, pass mal auf. Ich werde mir jetzt hier mal ein bisschen dein Ex ein bisschen braten, ja? Kannst ja gleich auch ein bisschen was haben, wenn du möchtest. Bisschen frisches Bein und so. Lecker, lecker, lecker. So. Und ich werde gleich nochmal speichern. Das mache ich aber erst am Aufnahmeende. Guck mal, die Fußnägel.
Nein, nicht, zu, nicht ins Feuer. Geh bloß nicht ins Feuer wieder rein. Guck mal, die Fußnägel. Iii. So. Mm, oh ja, lecker. Erstmal so die Fußnägel abknabbern. So einmal. Mm, die zerbröseln schon fast. So, Essen ist voll. Gut, dann würde ich sagen, wir widmen uns nochmal ganz kurz Hildegard. Hildegard! So, einmal. So, das war es auch schon. Gut, also, jetzt bin ich mal ganz kurz überlegen. Gibt es noch irgendwas, was wir erledigen wollten? Da ist ein Vogel. Natürlich! Und der fliegt einfach durch den Stein hindurch. Das ist ein Geistervogel. So, pass mal auf, ich wollte noch mal ganz kurz was gucken. Und zwar haben wir irgendetwas Cooles dabei. Irgendwas Geiles, irgendwas richtig, richtig Nices. Ach, das wollte ich noch mal ausprobieren. Warte mal, kombinieren. Verbindungs, orange, Flugzeugaxt. Warte mal, wenn ich jetzt hier nämlich... Hatten wir nicht hier irgendwo Baumharz? Baumharz? Baumharz. Genau. Okay, und jetzt kann ich... Ja, aber gut, jetzt haben wir... Doch, ein bisschen Baumharz haben wir sogar noch. Bin ich jetzt doof? Rotieren wir Bewegungstasten. Ich dachte, ich kann jetzt hier Zähne rankleben. Ach so. Hä? Aha, was jetzt die, warte, die same Moment. Was ist doch, warte mal, Equip and Remove. Aha, jetzt haben wir den, haben wir jetzt, warte mal. Irgendwie, man konnte glaube ich auch noch Federn ranmachen. Das wollte ich nämlich nochmal kurz ausprobieren. Die Remove. So. Dadurch wird die Axt nämlich schneller, wenn man nämlich Federn ranklebt. Ist das jetzt? Wow, die ist ja wirklich schneller. Guckt euch das mal an, Alter. Fast Lichtgeschwindigkeit. Fast Warp 10 hier. Ist ja natürlich völlig logisch, wenn du eine Feder an der Axt ranklebst, dann ist die sofort viel, viel schneller. Die wird viel schnittiger dadurch, also windschnittiger. So, und die Zähne, man sieht die Zähne jetzt, glaube ich, gar nicht, oder? Sieht man das hier? Nö, die sieht man gar nicht. Oder ist die jetzt genau... Da muss ich nochmal kurz gucken. Doch, die Federn und die Zähne hängen dran. Hier, Schaden, ist schon ordentlich. Geschwindigkeit, ja, blockieren eher weniger. Wir haben 14 Zähne und 4 Federn. Okay. Das ist schon mal schön. Ja, gut, okay. Gut, Essen können wir gerade, ja, brauchen... Oder mache ich einfach mal kurz zu, nochmal hier kurz einen Happen zum Abschluss der Folge nochmal. So, gut, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich dann erstmal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, euer Tobi. Tschüss.